Patrick, heute war ja Julia Nawalny im Europaparlament, hat eine sehr bewegende Rede gehalten. Wie hast du das Ganze empfunden? Sie gibt uns Hoffnung, ne? Nawalny hat ja es geschafft, in Russland mit seiner Organisation, die für Transparenz gekämpft hat, die gegen Korruption und die Ansammlung riesiger Reichtümer durch die Mächtigen gekämpft hat, hat es ja wirklich geschafft, Menschen in Russland zu vernetzen und auch auf die Straße zu bringen. Es gab ja in vielen russischen Städten auch wirklich Aktionen infolge seiner Enthüllungen, wie schamlos sich da die Mächtigen selbst bedienen. Und er hat wirklich dem Putin-Regime Angst gemacht, weil gegen Korruption zu sein und für Transparenz kann eigentlich niemand dagegen sein. Und das hat uns heute alle im Parlament bewegt, dass seine Frau wirklich diesen Kampf weiterführen will und auch sagt, sie hat keine Angst. Und da gehört wirklich was dazu, in so einem Terrorregime wirklich den Mut dazu zu haben. Die Verwegenheit, würde ich fast sagen. Ja, vor allem in dieser dunklen Stunde, hat sie es ja auch genannt, so sagen sie, sieht trotzdem eine positive Zukunft. Und sie wünscht sich, dass sie es noch erlebt, noch ein freies Russland zu haben. Und das fand ich eigentlich sehr positiv und wirklich sehr stark, in diesem Moment so einen Gedanken auch aussprechen zu können. Ja, das ist auch mir immer sehr wichtig zu unterscheiden zwischen der russischen Regierung, dem russischen Regime und den russischen Bürgerinnen und Bürgern. Als ich das Land besucht habe, das ist schon lange her, aber da war es noch ein freies Land. Und ich bin auch der Überzeugung, die Menschen wollen ein freies Land sein und auch zu Europa mit dazu gehören. Und das kann eigentlich nicht von außen gelingen, das kann nur von innen heraus gelingen. Und deswegen können wir wirklich nur unterstützen, diesen Mut der Menschen, die sich trauen, das aus Russland herauszutun. Übrigens, die Organisation von Nawalny hat auch mit Spenden gearbeitet in Kryptowährung. Mhm. Wir haben jemanden aus seinem Team hier gehabt, in Brüssel gehabt, der uns auch erzählt hat, wie wichtig das ist, denn wenn über Bankkonten bekannt wird, dass man die Organisation unterstützt, ist man natürlich gleich weg vom Fenster. Das heißt, sowas organisieren kann man nur durch anonyme Unterstützung und anonyme Spenden. Und deswegen ist auch gerade für solche Organisationen ist extrem wichtig, anonyme Finanzen zu haben und natürlich auch anonyme Kommunikation gar nicht wegzudenken. Ja, wenn hier keine sichere, verschlüsselte, verborgene Kommunikation möglich wäre, wäre ein solcher Widerstand gegen Putin überhaupt nicht denkbar. Putin hat ja ein System aufgebaut, um das Internet zu kontrollieren, die Nutzung der Russinnen und Russen nicht ganz so perfekt wie in China. Aber man sieht dort, wie wichtig Internetfreiheit und Privatsphäre gerade dann ist, wenn man versucht, sich gegen einen Diktator aufzulehnen. Richtig, sie hat ja auch betont, wir müssen sehr dankbar sein für die Demokratie, die wir hier haben und dass wir ja auch in Kürze dann auch Wahlen haben. Und sie meinte ja, wir sollen uns einmal mal vorstellen, wie es denn wäre, wenn man zu keinem von sie interviewen könnte, wenn man direkt nach der Wahl verhaftet worden wäre. Das heißt, vieles, was dort Lebensrealität ist, können wir uns ja gar nicht so richtig vorstellen. Das ist so, ja. Dabei haben wir auch in Europa natürlich Regierungen, die sich als illiberal verstehen, die eigentlich den freiheitlichen Rechtsstaat abschaffen wollen, wie Viktor Orban in Ungarn, aber auch zum Beispiel Italien, zeitweise auch in Polen. Also man kann nie davon ausgehen, dass solche Errungenschaften wie Rechtsstaat und Grundrechte selbstverständlich sind in Europa. Danke dir, Patrick. Sehr gerne.